Jan, du hast es gerade schon angesprochen. Du hast ja auch schon seit längerem die Unterwasserkamera im Einsatz. Ist ein Produkt, mit dem ich mich persönlich noch nicht so gut auskenne, weil ich selbst noch nicht viel benutzt habe. Es gibt aber immer wieder Fragen zu dem Thema, die mich auch erreichen. Magst du uns das mal im Detail etwas erklären? Ja, ich habe mein Boot sogar dabei mit der kompletten Kameraausrüstung. Wenn ihr wollt, kommt einfach mal kurz mit rüber und dann erkläre ich euch mal so ein paar kurze Sachen. So, ich habe euch jetzt mal hier mein Boot und meine Ausrüstung aufgebaut. Genau so halt setze ich es jetzt seit letztem Jahr September am See ein. Also ihr seht hier oben drauf die neue Pro-Version der Carte Blanche-Kamera. Die ist perfekt auf das RT4 abgestimmt. Ihr habt im Originallieferumfang des Bootes ist die ganz normale Akkuklappe drauf. Aber wenn ihr die Pro-Version der Kamera benutzt, habt ihr hier an der Seite jeweils Schrauben, wo ihr diesen kompletten Aufsatz einfach draufschraubt. Dann könnt ihr das Boot nämlich hier oben ganz normal ins Wasser heben oder halt eben rausheben. Die Kamera ist im Endeffekt hier dieses Edelstahlgehäuse, was genau so geformt ist, dass es unten halt nicht so leicht sich in irgendwelchen Ästen oder halt Kraut verfangen kann, weil durch die glatte aerodynamische Form gleitet es halt durch das Kraut durch. Das Kamerakabel ist deutlich dünner geworden. Es ist sogar Kevlar verstärkt, hält bis über 30 Kilo. Also dadurch, selbst wenn es mal unten leicht hängen bleibt, braucht ihr keine Angst zu haben, dass das Boot, dass die Kamera irgendwie abreißt, sondern einfach kurz Gas geben und dann löst sich die Kamera. Und das Ganze benutze ich im Endeffekt am See folgendermaßen. Ich suche mir zuerst mit dem Echolot schon mal grob meine Stellen aus. Anhand des Echolotes kann ich halt schon mal grob erkennen, ob es halt krautfreie Stellen sind, welche Tiefe ich halt habe, ob es schlammiger Boden ist, ob es sandiger Boden ist und so weiter. Und dann kann ich im Endeffekt hier oben ist ein Drehknopf, der direkt neben dem Display angebracht ist, wo ich dann mit einfachem Down oder halt eben Up dann die Kamera hoch und runter fahren lassen kann. So, ich lasse jetzt mal ein Stück runter, hebe die ganze Kamera mal raus und jetzt müsstet ihr gestochen scharf sehen. Hier vorne wurde jetzt eine Sony-Kamera eingebaut, die ein extrem scharfes Bild liefert. Ist drumherum sind auch noch kleine LEDs, also selbst wenn es mal ab einer gewissen Tiefe ein bisschen dunkler wird, schaltet sich halt das Licht an und ihr könnt auch noch in größeren Tiefen den Untergrund perfekt sehen. Bei dem Hoch- und Runterfahren denkt sich vielleicht der ein oder andere, dass es da in Kombination mit dem Kabel und der Kabeltrommel, es kennt vielleicht jeder, wenn ich meinen Gartenschlauch aufwickel, dass es da immer mal wieder zu halt Verknödelungen kommen kann. Das hat Carte Blanche auch perfekt gelöst. Wenn ich die Kamera hochfahre, dann ist da ein automatischer Stopp drin, der im Endeffekt die Kamera direkt anhält, so dass ich jederzeit selbst wenn das Boot sehr weit draußen ist, ich keine Angst haben muss, dass sich hier an dem Kabel irgendetwas verknüttelt oder dass sogar etwas in dem Mechanismus durchbrennt, weil die Kamera quasi heiß läuft, indem sie dauerhaft oben halt hochgezogen werden muss. Das ist super gelöst, indem hier quasi ein Notstopp drin ist, sobald wie die Edelstahlkamera oben an der Winde anschlägt, geht automatisch der Antrieb aus und die Kamera bleibt oben, selbst wenn ich hier den Schalter immer noch auf Hochziehen habe.